Willkommen zu einem neuen Video. Ja, es wird kein wirkliches Kaufvideo, weil wir keine Starcoins ausgeben werden, aber ich werde mir jetzt mein gratis Seelenross von Gary Goldzahn holen, der hier ja irgendwo in der Masse verschwindet, weil einfach ja alle ihr Pferd abholen möchten. Hallo Lucy, heute ist es 10 Jahre her, dass der Moorlandstall für alle Pferdefreunde auf der ganzen Welt seine Tore geöffnet hat. Das ist wirklich ein ganz besonderer Tag, findest du nicht? Ja, natürlich. Dieses mystische Pferd scheint bei den Feierlichkeiten mitmachen zu wollen. Wir dürfen vorstellen, das Seelenross. Diese nomadischen Pferde streifen schon seit vielen Jahren über die Insel, aber es scheint, dass der ganze Trubel sie jetzt hierher gelockt hat. Ja, ich hatte mir eigentlich schon einen Namen überlegt, aber gut, Seelenross. Das Seelenross sucht einen Reiter als seinen Gefährten. Möchtest du, dass es sich bei deinen zukünftigen Abenteuern begleitet? Wer weiß, vielleicht seid ihr ja unzertrennlich für die nächsten 10 Jahre. Eigentlich wär dann ein Name, mit Soul ganz gut, aber ich wollte ihn eigentlich Cupcake nennen, weil wir ihn jetzt zum Geburtstag bekommen und irgendwie so in der Art. Party Soul würde natürlich auch gehen, ne? Party. Nee, ich glaube, ich bleib erstmal bei Cupcake. Den Namen wollte ich auf jeden Fall mal für ein Pferd nutzen und jetzt muss ich ihn nur finden. Da ist er. Okay, und Glückwunsch zu deinem neuen Pferd. Ja, dann würde ich sagen, hole ich doch den guten mal aus dem Stall und wir sehen uns dann gleich in der Reithalle wieder. Bis gleich. Und wir sind angekommen beim Friseur. Und dann schauen wir uns jetzt mal die anderen Frisuren bei ihm an. Oh, die kurze Mähne. Irgendwie fehlt mir da hier dieser helle. Ah, dafür ist der Schopf hell, okay. Interessant. Oh, die rechte Seite ist hell und die linke ist dunkel. Aha. Interessant, ganz anders gefärbt. Dann bin ich gleich mal gespannt auf den Schweif. Okay, da haben wir nicht hier oben den hellen Ansatz, sondern helle Spitzen. Dann schauen wir mal zu den Zöpfchen. Okay, hier bleibt dieser Streifen, dieser weiße im Fell in der Mähne erhalten. Da haben wir dann einfach drei Zöpfchen. Ja, doch. Oh, das würde ich jetzt auch gern nochmal von der anderen Seite sehen. Der Schweif hat mindestens einen weißen Streifen, vielleicht. Frage ist, wie weit. Geht auf jeden Fall ziemlich weit nach unten. Wie dick dieser Streifen im Endeffekt ist. Dann schauen wir mal die mittellange. Das sieht ja auch interessant aus. So schmale weiße Streifen oder hellere Streifen, richtig weiß ist es nicht, glaube ich. Interessant. Finde ich ne, also ist eine coole Idee. Der Schopf gefällt mir mit dieser hellen Strähne darüber. Ja, doch, irgendwie hat was. Mal gucken. Der Schweif hat auch diese schmalen, hellen Strähnchen. Finde ich eine coole Sache. Wird wahrscheinlich nicht jedem gefallen, aber ich finde es irgendwie cool. Ja, hier haben wir einen hellen Ansatz in der Mähne. Dann wird es dunkel. Ist auch interessant. Und der Schweif dazu. Ja, da bleibt der helle Ansatz passend zur Mähne. Aber doch deutlich anders. Okay. Gut, und dann gucken wir mal, wie das Ganze aussieht mit der Stehmähne vom Wildpferd. Steht ihm eigentlich auch? Ich glaube, dem steht einfach alles.
So, der Schweif ist da ja immer sehr special, okay. Ich glaube, das muss man wirklich mögen. Aber ja, das liegt generell nur an der Form, wie der geschnitten ist, der Schweif. Dann die Löwenmähne, die ist auch cool. Ja, doch, hat was. Definitiv. Und hier vorne gibt es dann eine helle Strähne auf der rechten Seite. Schick. Und der Schweif dazu. Oh, der ist ja auch schön. Ach Mensch. Oh, da kann ich mich, glaube ich, gar nicht richtig entscheiden. Also bei ihm gefällt mir irgendwie so viel. Tja. Und dann gibt es einfach nur eine Stehmähne. Sag mal, ist das die ohne Bart? Ne, warte mal, die hat ein Herzchen, die nicht. Gab es die bei den anderen auch? Ich bin mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Aber ich finde es cool mit der Strähne vorne rechts. Und was sagt der Schweif? Ja, doch. Ist die Frage. Machen wir bei ihm mal eine andere Mähne? Ich finde so viel. Ich finde diese Streifen da drin sehr schön. Wie gut, hier finde ich den Schweif. Das ist nicht ganz so meins, aber ich finde es auch mit den Zöpfchen ganz cool. Achso, wenn er den Schweif hochschmeißt, dann sehen wir, hat er zwei Strähnen da drin gehabt. Sah zumindest weiter unten so aus. Tja, oder das. Na gut, ich würde sagen, bevor ich hier irgendwas ändere, schauen wir ihn uns hier nochmal an. So haben wir ihn gekauft. Ja, also die Gangarten gefallen mir auf jeden Fall bei dem York Wilkeschen Urpferd. Da brauche ich, glaube ich, nicht mehr so viel zu sagen. Bei ihm gefällt es mir definitiv auch. Er ist wunderschön geworden. Ich hatte anfangs schon ein bisschen Bedenken, was dabei rumkommt, wenn wir halt ja zusammenwürfeln, was die Community so am liebsten hat, welches Modell, welche Farben. Da hätte ja auch doch was absolut eine bunte Mischung bei rumkommen können. Aber ich bin ganz froh, dass es so gekommen ist, wie wir es jetzt hier so vor uns sehen. Stopp. Ja, dann tänzelt er. Beim Rückwärtsgehen schaut er so ein bisschen nach hinten. Okay, dann müssen wir uns bei ihm auf jeden Fall noch die spezielle Gangart anschauen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie sie heißt. Das mag ich nicht besonders gerne, weil wir einfach nicht schnell vorankommen. Und es hat einfach keinen richtigen schönen Fluss. Also ich finde den Elchgang beim Percheron richtig gut. Das Tölten beim Isländer auch. Das hier ist eher so nicht so meins. Aber das ist okay. Dafür kann der Gute sich ja auch hinlegen. So, jetzt dauert es ein bisschen, bis er wieder aufgestanden ist. Ja, schick, schick. Dann würde ich sagen, packen wir mal die Ausrüstung weg. Und gucken erstmal, wie er sich so macht. Ja, ich finde es auf jeden Fall sehr schön gestaltet, sehr interessant auch. Ich liebe ja auch diese Streifen am Bein,
Ich habe irgendwie gehofft, dass sie da mit ans Pferd kommen. Ich habe eher an dunkle Streifen zwar gedacht, weil wir das eher so kennen, aber so finde ich es richtig, richtig schön. Ja, ich finde, da hat die Community auf jeden Fall was richtig Gutes zusammengestellt und es wurde auch richtig, richtig gut wieder umgesetzt. Also da kann man nichts sagen. Ich finde es auch sehr interessant, dass er, dass die Mähnen und Haif alle farblich doch so unterschiedlich sind, dass wir uns da, ja, je nachdem entscheiden können auch. Möchten wir lieber so schmale Strähnen, möchten wir lieber die linke Seite der Mähne und die rechte unterschiedlich gefärbt haben. Finde ich eine coole Idee. Ja. Und ich finde, es steht ihm einfach alles. Und es wird sehr, sehr schwer, sich da zu entscheiden. Aber ich glaube, ich wollte bei den anderen ja auch nochmal gucken, dass ich bei dem einen oder anderen die Mähne ändere. Und bei ihm, ja. Werde ich mir das auf jeden Fall alles nochmal anschauen. Das hat er super gemacht. Dann gehen wir mal rückwärts. Dann. Hüpfen wir hier so ein bisschen. So, steigen. Und dann darf er sich noch mal hinlegen. Ja, was sagt ihr denn zu dem Geburtstagspferd? Also, ich bin absolut begeistert. Wir schauen ihn uns jetzt noch mal im Wildpferdmodus an, dass wir wirklich nur auf ihn achten können und ich finde auch die Musterung echt sehr schick, sehr, sehr schick. Ja, letzte Woche sind erst die Paints reingekommen ins Spiel. Jetzt haben wir ihn hier noch. Also da gibt es auf jeden Fall ein bisschen was zu trainieren auch. Ein bisschen was zu tun. Und momentan sind natürlich auch die meisten Spieler hier mit dem Geburtstagspferd unterwegs, was ich absolut verstehen kann. Ich glaube, ja, der Runenläufer, das war der erste, den wir gratis bekommen konnten. Wenn wir die Aufgaben erledigt haben, wenn wir genug Punkte gesammelt haben. Und das ist jetzt wirklich das erste Pferd, das es gratis gibt, ohne dass wir irgendwas gemacht haben müssen dafür. Gut, also wenn man mal davon absieht, dass wir kurz mit Gary Goldzahn sprechen mussten. So, dann darf er sich noch mal hinlegen. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich bin ziemlich sicher, ich werde ihn definitiv zu einem von diesen Quiz-Trails mitnehmen. Auf die bin ich schon mal sehr, sehr gespannt. Ich hoffe, dass wir auch 4 Wochen Zeit haben für die. Und dass es so ähnlich ist wie die Quiz-Spaziergänge, die wir vor ein paar Jahren haben, dass wir die einfach, wenn wir es nicht schaffen sollten, am nächsten Tag nochmal machen können. Na gut. Abwarten. Also, bis dann. Tschüss.